Wie kann ich mir Gott vorstellen? Ich glaube gar nicht. Das übersteigt unsere geistigen Möglichkeiten, Vorstellungskraft und Horizont. Aber wenn es jemandem hilft, Gott als Vater zu sehen, der immer für mich da ist, warum nicht? Derselbe Gott oder Jesus ist für unzählige Seelen gleichzeitig da. Wie soll das eigentlich gehen? Aber mein geistiges Team ist durchaus ausschließlich für mich da. Für mich ist Gott die Quelle, aus der alle Seelen hervorgegangen sind und zu der wir eines Tages nach einer langen Erfahrungs- und Entwicklungsreise wieder zurückkehren. Es ist der Urgeist, die Urkraft, die Urenergie, aus der alles entstanden ist. Natürlich kann man jetzt fragen, und wer hat diesen Urgeist geschaffen? Vielleicht werden wir es einmal verstehen, aber sicher nicht in unserer begrenzten 3D-Realität. Aber wir können den Schöpfer an seinen Werken und an seiner Wirkung erkennen. Wir Menschen sind das Design einer übergeistigen Schöpfung. Eine nahezu perfekte Kombination von notwendigen Funktionen und Eigenschaften, ausgestattet mit einem hohen Maß an Freiheit und Kreativität. Das gilt für alle Menschen. Deshalb können wir in uns selbst und in unseren Mitmenschen ein Abbild des Schöpfers sehen. Aber auch in der Natur und in allen Geschöpfen. Darin erkenne ich das Wirken des großen Schöpfers und verbinde mich innerlich mit ihm. Eine tiefe Liebe zur Natur, den Geschöpfen und meinen Mitmenschen ist Ausdruck meiner Liebe zum unbegreiflichen Schöpfer. So finde ich den Schöpfer auch in der Wüste, im Stein, im Anblick der Blume, im Ergriffensein vom Berg, vom Wald, vom Regenwald. Oder vom Korallenriff. Ja, und die Tiere sprechen auch die Sprache der Liebe und erwidern diese. Wie soll das bei den Pflanzen anders sein? Auch dies ist ein Zeichen auf die alles verbindende Kraft der Liebe. Die Natur schenkt ihre Liebe bedingungslos allen, ein Abbild der Liebe des Schöpfers. Im Leben gibt es zuweilen Kreuzungspunkte. In der klaren Entscheidung, den Weg des Glaubens zu gehen, hat sich bei mir plötzlich spürbar etwas verändert. Ich kann es nicht beschreiben, aber es war so. Das ist für mich ein Beweis, dass da etwas sein muss. Wie als ob gute, unsichtbare Mächte mich von da an begleiten, beschützen und beraten. So können wir den Schöpfer auch spürbar wahrnehmen, wenn wir eine Glaubensentscheidung vollziehen. Der Schöpfer und seine Helfer, mein geistliches Team, kennen mich durch und durch. Sie sprechen durch die innere Stimme, den Instinkt, das Gewissen, andere Menschen oder etwas, das mir zufliegt. Ja, und Teile des Schöpfers sind auch in uns, in jedem Menschen. Aber nur wenn ich mein Herz öffne und in die Stille gehe, finde ich den Weg zu ihm, niemals über den Verstand. Der Schöpfer ist anziehend und geheimnisvoll zugleich. Manchmal fühlen wir uns ihm ganz nahe, manchmal nicht. Wenn er kein Geheimnis wäre, wäre es nicht der Schöpfer. Da ist jemand, der mich hört, wenn ich rufe. Der Ruf meines Leidens und meines Schmerzes, meine Freude und Dankbarkeit geht nicht ins Leere. Ich bin nie allein. Es ist immer jemand für mich da, mein geistiges Team, das mich schützt und liebevoll begleitet, und mir den Weg ins wahre Leben zeigt. Dafür danke ich von Herzen. Es geht nicht um Äußerlichkeiten, besser sein zu wollen als die anderen, sondern der zu werden, der ich bin. Meine Essenz und meine Talente zu leben. Werde, der du bist. In vielen Reden hören wir immer wieder, wir sollten eigentlich so oder so sein. Aber reicht es nicht, ganz so authentisch ich selbst zu sein? Das Original mit charakterlichen Verfeinerungen ist das Beste. Das ist der Weg in die Freiheit, weil ich nicht mehr von anderen abhängig bin.
und meine Freude kommt aus mir. Ich freue mich über den Beifall der anderen, aber ich brauche ihn nicht mehr. Ich erkenne meinen Wert und meine Würde in mir selbst, aus mir selbst heraus. Ist das nicht eine gute Botschaft, dass immer jemand für mich da ist? Aber natürlich braucht es eine gewisse Neugier und Offenheit. Im Lärm des Alltags, voller Ablenkungen und Social Media, wie komme ich da zu meiner Quelle? Was kann helfen, dem Schöpfer näher zu kommen? Zeiten der Stille, Besuche in der Natur, Meditation, Herzensgebet, Gottesdienste, Rituale oder Klosteraufenthalte? Das alles kann man natürlich auch gemeinsam tun. Eine junge Frau kommt im Gottesdienst nach vorne und erzählt von einem Kind, das ihr gegenüber sehr aggressiv ist und sie sogar schlägt. Sie beten dafür. Wie durch ein Wunder ist das Kind seitdem sehr umgänglich. Das ist für mich gelebter Glaube und das Mysterium der Wunder, die sich daraus ergeben.